Ja, Sie sollten unbedingt unsere Sondersendung schauen, die wohl unter der Nummer 449 veröffentlicht werden wird. So, hier die Nummer 450. Ja, bei KenFM wurde so irgendwas berichtet, dass es. Dass die Medikamente, die bei Corona verwendet werden, angeblich tödlich für Afroamerikaner und Afrikaner sein könnten, weil wir wissen ja alle, dass es eine genetische Anpassung an Malaria gibt in bestimmten Gebieten. Und diese genetische Anpassung, das führt dann zu Sterbegefahr. Durch bestimmte Medikamente, zum Beispiel durch HCQ, wird jedenfalls behauptet, dass das eben tötet. Das würde erklären, dass eben natürlich sterben in Amerika überwiegend auch die Schwarzafrikaner sozusagen, die Afroamerikaner, eben weil sie eben besonders durch die krankmachende Marktwirtschaft sozusagen besonders fehlernährt, übergewichtig und diabetikrank sind, sozusagen. Aber das wäre natürlich ein Grund, warum diese hohe Sterblichkeit auch noch kommt, dass vielleicht die Medikamente töten, weil die nicht passen, weil die dem genetischen Material der Malaria-Anpassung nicht passend sind und dann könnte es da zu Todesfällen kommen. Auch Ärzte und Minderheiten in England seien da auch sozusagen betroffen, also gewesen und vielleicht auch dadurch getötet worden, dass sie eben dann auch selber die Ärzte zum Beispiel diese Medikamente genommen haben und sie aufgrund dieser genetischen Unverträglichkeit, die ihren Ursprung in der Anpassung an die Malaria hat, sozusagen da sterben. Ja, von Dänemark wird berichtet, dass die Öffnung der Kitas und der Schulen ohne negative Folgen geschehen sei. Ja, das wäre wieder ein Hinweis darauf, dass die Gefährlichkeitsschätzung sozusagen der Mainstream-Medizin falsch ist. Ich verweise nochmal auf die Nummer 449. Ja. Hermann und Popp, Eva Herrmann, ehemalige Tagesschau-Sprecherin. Ja, da wird also wieder der ganze ESO-Spiro-Quatsch. Also die Sendung 449 geht ja auch um die schrecklichen Verschwörungstheoretiker. Und nicht viel weniger schlimm ist dieser ganze ESO-Spiro-Psycho-Quatsch, der überall gesagt wird. Da wird dann gesagt, ja, Karma und so weiter. Ja, also da sind wir in der Märchenstunde. Ja, ich habe mich natürlich auch mit all diesem ESO-Quatsch beschäftigt, habe da sogar drin gearbeitet. Wenn, dann macht man es halt gründlich. Aber das muss man doch verstehen, dass das alberne, antiwissenschaftliche Spinnereien sind. Das habe ich dabei immer gewusst. Ne? Ich habe mich darin nur bewegt, weil mich das interessiert hat. Ne? Wie man so auch wie eine Welt so verrückt sein kann. Ja? Also Sendung berichtet, eine Sendung im Internet berichtet von Schweden, dass man sich sicher sei in Schweden, insgesamt keine Übersterblichkeit über eine hohe normale Wintersterblichkeit oder Grippesterblichkeit am Jahresende zu haben. Also man ist da, also die Schweden wehren sich so gegen diese ständigen Hetzkampagnen gegen sie, indem sie sagen, ja, wir werden sehen. Am Ende werden wir eine ganz normale Grippe-Wintersterblichkeit haben dadurch aber eine vollständige Herdenimmunität und haben das Problem gelöst. Während ihr anderen, ihr Deutschen, ihr habt die Durchseuchung verhindert, ihr habt die Herdenimmunität aktiv verhindert, jetzt werdet ihr deswegen noch, das Ganze wird sich vielleicht noch hinschleppen, weil ihr tatsächlich immer noch nicht genügend Herdenimmunität haben könntet und dann eben, ja. Und man muss sich halt immer klar sein, die Risikogruppen sterben trotzdem. Nur halt ein wenig später. Also wir können ja bei den Risikogruppen,
die können wir jetzt von allen möglichen Viren fernhalten. Das können wir wirklich bis zum Exzess treiben. Die werden aber trotzdem sterben, da sie sozusagen kurz vor dem Tode stehen. Und das lässt sich nicht aufhalten. Ja, ja eben die, da eben ja die, der Mainstream der Medizin überzeugt ist, dass das Einzige, was uns retten könne, diese Impfung sei, weil die das wirklich glauben und keine böse Absicht haben, eben keine Verschwörer sind, keine bösen Verschwörer sind, ohne böse Absicht läuft das darauf hinaus. Ja? Und deswegen nochmal Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, der hatte ja wirklich gefordert, er bräuchte mal klare Daten. Ich kann nur nochmal erwähnen, dass die Next Scientists for Future.de sollten das neue RKI und die neue WHO werden. Dann hätten wir Vernunft bei der Sache und vor allem auch statistischen Sachverstand. Ja? Und dann könnte solch eine Gefährlichkeitsüberschätzung nicht geschehen. Ja? So, und wie gesagt, nochmal der Hinweis, nachher kommt eventuell noch eine Sendung Talks am Telefon, aus der Reihe Talks am Telefon, ja? Tschüssi, da erwartet Sie dann eine interessante Auseinandersetzung mit einem anderen Ansatz eines neuen Wirtschafts- und Gesellschaftssystems, ne? Tschüssi.